Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu DayZ Epoch Pantera. An meiner Seite ist der Daniel. Hallo. Oh, wir kriegen auf die Fresse. Wir haben uns, ja, wir sind auf dem Server hier jetzt, ich weiß nicht, das hatten wir gar nicht aufgenommen, ne? Nee, das hatten wir noch nie aufgenommen. Also wir haben ja den Server jetzt wieder gewechselt, weil bei dem anderen haben wir gar keine oder kaum Autos gefunden, ne? Und... Ja, genau. Warte, der Zombie muss weg. Ich kann so nicht reden. Oh, ja, schön. Wieder Bein gebrochen. Jetzt hast du aber bestimmt... Aber ich brauche auch einen Verband, sonst verblute ich. Ach, echt? Das hört ja auf mit der Zeit. Schon das zweite Mal, Leute, dass ich mir jetzt hier das Bein breche. Vorhin bin ich einfach so einen normalen Absatz rückwärts irgendwie Treppe runtergerutscht. Und dann kam ein Zombie und hat ihn auf die Fresse gehauen. Ja. Ich kann nicht mehr, ey. Na, jedenfalls, also wir haben... Wenn jetzt noch einmal einer kommt, mein Bild wird auch mal weißer, ey. Ich will nicht schwarz-weiß spielen. Jedenfalls haben wir den Zauber gewechselt, weil wir auf dem anderen keine Fahrzeuge gefunden haben. Das ist uns schon ein bisschen nervig gewesen. Also wir haben schon Fahrzeuge gefunden, aber halt nach 3 Stunden Spielen mal ein Flugzeug und ein Auto. Ja, das stimmt. Das ist schon heftig und wir waren echt weit in der Weltgeschichte, weil wir sind viel mit dem Fahrrad auch getuckert offscreen. Und jetzt haben wir diesen Server hier gefunden. Hier gibt es Fahrzeuge und sowas. Es ist Tag-Nacht-Rhythmus. Und die Zombies sind sehr aktiv hier. Nein, die Zombies, die sind wieder so, wie man das kennt. Daniel kriegst wieder voll die Macke, voll die Ausraste. Und ja, jetzt laufen wir erstmal nach Buxtehude. Schauen, was wir jetzt reißen können, weil als wir uns hier ausgeloggt hatten auf dem Server, hatten wir ein Auto. Jetzt haben wir nichts mehr. Ja. Das heißt, wir folgen jetzt der Straße. Daniel, bist du leise? Ja, ich überlege gerade was. Oh nee, lass es. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal in die nächste Stadt, damit hier mein Wohlbefinden und mein Bild wieder bunt wird. Wohlbefinden. Das hast du schön gesagt, muss ich sagen. Also wirklich hübsch gesagt. Ja, weil wir sind ja hier nicht in der 60er Jahre, ne? Oh, ich spiel's auf dein schönes Grau-Weiß-Bild an. Bei mir ist aber auch nicht mehr so helle, du. Ja, schon, mir fällt auch ein bisschen gut. Oh, sieh an, ein Auto. Ah, ein Ladder. Sagst dir, abgeschlossen. Ach du kleine. Oh, du kleines, du. Warte. Nimm mir einen Reifen mit. Ist mir egal. Oh. Nimm auch Alter. Mal Reifen mit. Jawoll. So, jetzt habe ich 4 Reifen einstecken. Oh, der ist besser. Braucht man sonst noch was? Aber was ich sagen muss, hier, wenn ich jetzt an den Himmel geguckt habe und so, dann ist es auch hell dunkel, so wie bei dir das war. So. Ist jetzt bei mir. Jetzt habe ich die Kacke an der Backe. Wie, was? Ach so, mit dunkel? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil schwarz-weiß, da ist jetzt alles gleich. Also jetzt ist kein Unterschied mehr. Jetzt kann ich oben am Himmel gucken, bleibt trotzdem unten so hell. Entschuldigung. Heute haben wir ein bisschen Clownfisch gefressen, deswegen ich bin sehr leicht zum Lachen zu bringen heute irgendwie, ich weiß auch nicht. Daniel kam nur in PS und ich muss schon verlachen. Er hat mir vorhin seine Pflanze gezeigt. Ich habe davon gesprochen, dass ich mir für mein Aquarium eine neue Pflanze gekauft habe und der gleich, ja, ich pack sie wieder ein und so, ne? Wrestling. Nee, du hast gesagt, oh, sieht meine Pflanze schön aus. Und ich habe gesagt, nee, mach mal die Hose wieder zu. Ja, irgendwie sowas. Du alte Sau. Du, Daniel, entweder bewegen wir uns Richtung Stadt oder gleich Richtung Mission und sterben. Wir bewegen uns ja gar nicht. Das ist die Karte, die sich unter uns einfach bewegt. Was? Stell mal vor, du bleibst so stehen und die Karte... Ne? Wenn du jetzt rennst, bewegt sich ja und du stehst eigentlich, du machst gar nichts und die Karte bewegt sich.
Das würde ja dann genauso aussehen, ungefähr, ne? Außer, dass du dich nicht bewegst, ne? Beim Hier ist ein Verband, hier ist ein Verband. Bewegt man sich ja ein bisschen. Ja, lass mich vorher raus aus dem Eck, du Arsch. Nimm dir deinen Verband und gehabt dich wohl. Ja, da wird aber trotzdem mein Bild noch nicht bunt. Ich bräuchte Blut. Du hast doch was zu fressen, oder? Nur ein Riegel. Nein, lass ihn stecken, das ist kein Schokoriegel, Daniel. Ich sag's dir immer wieder. Ja, warte mal, alles vom Boden auf, was du da findest. Noch, Weißt du, der hebt irgendeinen Scheiß vom Boden auf und sagt dann, das ist ein Schokoriegel. Ich habe ja eine Schrot und hier liegen zwei Schrot, aber die habe ich nicht. Ich habe andere. Ja, dann. Ich habe 8 Schuss. Ach so, die brauchen kaum. Konnte man die nicht irgendwie ummuddeln? Könnte gerade auf den. Weißt du, ich meine? Kann ich Schmerzmittel verabreichen? Brauchst du? Gehst du so scheiße? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Verpiss dich mal. Ja. Geh mal weg hier. Warte mal. Ja, Schmerzmittel brauche ich auch. Da brauchst du mehr. Da brauchst du insgesamt 4 Stück davon. Was? Vom Schmerzmittel? Nee, von den. Von der Schrot, Alter. Vom Schmerzmittel. Wohin willst du dich einpfeifen da? Ach so, um die zu verbinden, dass es dann die andere Schrot wird. Ganz genau. Ganz genau. So, wir kommen in eine Stadt. Oh ja. In der Stadt gibt's gerne mal bestimmt der Pastor. Oh ja, geh mal beten. Der holt dich, weil du nicht gekommen bist. Oh, hier, man kann Kopfgeld auf Spieler aussetzen. Ja, was bringt das, wenn du nicht weißt, wo er ist? Und ja, Namen. Das Ding ist aber auch, wenn er überlebt, kriegt er Geld. Und wenn du den Namen von denen auch nicht siehst. Hast du auf die Fresse gekriegt? Nö, du? Nö, aber hat sich schon angehört. Alter Pastor, geh mir aus dem Licht. Wo bist du hin? Ich bin auch hier in ein Haus reingegangen. Ja, wie auch. Was fällt denn dir ein? Naja. Also ich gehe jedenfalls nicht in diesen Wohnblock rein, weil da weiß ich, dann kommen sie hoch und dann komme ich nicht mehr runter. Ja, das ist eine Falle. Ist hier auch vielleicht ein Krankenhaus? Ja, aber ein Benzinkanister. Willst du mit Krankenhaus? Kirche ist auch zu. Nur deswegen rennen die. Kratzer auf der Fresse, brauchst du nicht gleich in Krankenhaus gehen. Deswegen rennen die auch hier draußen rum. Weil die Kirche zu ist. Oh, nicht die Beinchen brechen. Nicht die Beinchen brechen. Liegt ein Reifen, den nehme ich auch mit. Man kann nie genug Reifen haben. Hier liegt noch ein Reifen. Alter, wenn es so weitergeht, kann ich mir ein Auto bauen. Oh, da gehe ich nicht lang, da habe ich Angst. Wieder runter. Oh Gott, ich sag's nochmal, nicht die Beine. Nicht die Beine. Aus. Und was gibt's denn hier Schönes? Daniel, wo bist du? In einem Haus. Ja, in welchem? Achso, ich muss kurz husten. Das klang ein bisschen anders, was du sagen wolltest. So, ich hab schon mal. Kurz fett ein abdrücken. Schon mal Auto besorgt. Ich hab ein Roto gefunden. Du hast ein Auto? Mhm. Wer hat das? Ja, sicher. Alter, sind da viele Zombies? Du weißt, dass ich da irgendwie einsteigen muss. Ja, bleib doch mal stehen. Alter, so eine Kackkarre, was ist denn damit? Und? Hauptsache ich fährt. Steig ein. Alter, du fährst im Ernst? Ja, ein bisschen. Später links, kannst links, links. Falsche Richtung. Ach, von da sind wir gekommen. Ja. Ach du Heilige. Das kann doch gar nichts werden. Was machst du? Hast du einen Führerschein? Ja. Frisch aus der Presse. Also, Junge, wo fährst du hin? Bleib auf der Straße. Wolltest du hier noch rein? Da war ich schon. Alter, warst du schön. Ja, von da komme ich ja. Sag das doch. Ja, sag ich doch. Alter, wer fährt dann nach Honolulu zum Wenden? Oh, ist er geflogen. Alter! Ist er bei dir auch so geflogen? Ja. So, jetzt hier links, ne? Ja. Oh, Alter, jetzt geht er ab. Uiuiui.
Alter, ich seh's, wir fahren gegen den Baum, Alter. Nein, nein. Alter, ich seh nichts wegen meiner Waffe zwischen den Beinen, die ist so groß. Oh, Alter. Machst du? Nichts, nichts. Oh, mir wird schlecht. So, jetzt bitte. Oh, Vorsicht, Brücke, Brücke. Du, warte. Ja, in den Häusern gibt's doch eh nichts. Wir haben die Ausfahrt verpasst. Wie Ausfahrt? Nee, fahr weiter. Wir können auch umdrehen. Nee, fahr weiter. Ey, der Zombie spawnt hier und schlägt gleich aufs Auto. Was für ein. Wie geht's eigentlich dem Auto? Ja, alles rot. Aber es fährt. Schnell. Ja, bis der Baum kommt. Naja, man darf natürlich nicht gegen den Baum fahren. Ich halte die Karte nebenbei offen. So, du musst dich jetzt rechts halten. Also an der Hauptstraße entlang rechts. Ich will eigentlich erstmal ein Krankenhaus aussuchen. Ja, da kommen wir noch hin. Kommen wir noch hin. Ja, so, oh, Alter. Oh. Du gibst immer Gas, dann gehst du wieder vom Gas. Ja, sicher. Wie so ein paar Anfänger so. Hey, hey. Rechts. Ah, nee, ich dachte, hier ist eine Kreuzung, ja. Alter, die fotzen sich im Chat. Willst du zu einer Trader City vielleicht? Nee, was soll ich da? Ja, kann man Auto verschabbeln. Und Blut kaufen, oder was? Weiß ich nicht. Oh, hier hat einer gebaut. Wenn man auf dem roten Rechtsklick kann man, kann man Material sammeln. Hier jetzt rechts? Oh, warte. Nee. Aber wenn wir weiterfahren, kommen wir an der Tankstelle. Was? Rastamania? Warte mal kurz. Da was ist der Mania-Marker und dort, was? Ja, das ist ein Spieler. Das heißt. Oh, stopp! Auto! Wo bin ich? Zombie! Wo war ein Auto? Hier links gleich, warte, ich laufe nur schnell. Ach, da oben. Es fährt! Fahr zur Tankstelle. Und schau, ob du reparieren und tanken kannst. Oh, ich hab gecrashed. Oh, bei mir ist Hülle rot. Oh, spring die Tanke ja nicht in die Luft. So, reparieren. Kostet aber. 20 Gold? Ja. Tanken höchstens. Ja, mach das mal. Ja, wie du einen Tank pullerst. Ja. Mach ich immer gern. Könnten jetzt zu Trader City und die Autos verscherbeln. Ja, dann lass uns mal. Ich kriege ja so lange ein Päckchen Blut noch rausspringt. Aua. Der haut mir aufs Auto, komm. Na, fahr. Du bist bestimmt schneller als ich. Schau mal, ich hab wohl die Einschusslöcher auf der Windschutzscheibe. Ja. Ui. Oh, ich komm hier nicht rum. Warte. ein Mann, Heli. Bremsen. Bisschen, ran, bisschen ranhängen oder was? Nee. Alter, wer hat denn das hier? Vorsicht beim Gas geben. Wieso? Da fährst du gleich. Einfach vorsichtig. Ah, oh ja, ich sehe schon. Beim Runterfahren, da kannst du springen dann, weißt? Au. Scheiße, ich komme nicht mehr zurück. Kaputt gemacht? Ja. Oh je, aussteigen. Schnell weg. Hilfe. Alter Schwede. Ich bin echt nur angetippt. Der ist nur angetippt. Da brennt mein Bloodpack. Dabei ist es doch hier schon. Sauerei. Da brennt mein Bloodpack, Alter. Ja. Oh, deins auch jetzt gerade. Was? Hast du nicht gehört? Nein, das. Ach, du bist ein Penner. Oh, Alter, das geht aber oft hoch. Mhm. Das sind die Nachwehen. Verkaufst du mir Auto? Nö. Oh, da guck mal, die Flamme jetzt, ey. So groß war das Auto doch gar nicht. Alter Schwede. Das geht voll ab. Dein, hier liegt voll der Scheiß in dem Haus. Echt? Ein Bloodpack?
Nee, das nicht. Also wir bekommen ein Gold dafür. Für das Auto bekommen wir ein Gold. Echt? Ja. Aber das hätte ich vielleicht nicht verkaufen sollen, weil wie kommen wir jetzt hier weg? Hab ich denn, warte mal, wie viel Gold habe ich denn eigentlich dabei? Habe ich überhaupt was? Ja, oder hatte ich nee, hatte ich dir schon gegeben gehabt. Alter, wie der Tier qualmt, ne? Der fliegt immer noch in die Luft. Boah, schub's mal nicht. Was verkauft die denn? Backpacks. Du brauchst ein Bloodpack, ne? Eigentlich oder reicht dir ein bisschen Fleisch? Naja, Bloodpack eigentlich ist schon... Na gut, ist die Hälfte runter. Vielleicht reicht auch ein Stück Fleisch. Alter, Daniel, wir müssen erstmal aber schauen, wie wir hier wegkommen. Ja. Weil vielleicht ein Auto mit Schlüssel wäre cool, oder? Oder was meinst du? Hm. Können wir uns alles nicht leisten. Ein Auto kostet 2 Gold, wir könnten uns vielleicht ein Motorrad leisten. Das fährst du aber dann. Ja, bist du denn verrückt? Oh, Daisy, 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 wie habe ich dich vermisst? Ich kann kein Motorrad kaufen. Ja, was sagst du erst, du kannst ein Motorrad kaufen? Ja, ich dachte, ich könnte. Ja, da müssen wir halt eben noch ein bisschen suchen gehen, Zeug suchen gehen. Kannst du dir nicht die Müllecke verkaufen, das aus das Rasiermesser und so? Ja. Ich weiß, was ich verkaufe, ich habe einen Hauptrotor einstecken. Ich habe noch einen Autoreifen, aber den brauchen wir selber, falls wir wieder eins finden, ohne Reifen, ne? Also der Hauptrotor, ziehen selber. Alter, was bringt das Fernglas? Ein Silber, okay. Was bringt am meisten Geld? Sandsäcke sind ganz schön billig hier. Wieso kann ich nie auf den zu? Oh, was kosten die Plattpol hier? Kann nur auf deinen Rucksack zugreifen. 60! Und der Rest ist normal, okay. Wieso kann ich nie auf den zugreifen? Ja, weil der mag dich nicht. Ah, jetzt, ich muss nur anvisieren. Oh ja. 30. Versuch hier gerade ganz schäbig 2 Gold zusammen zu kratzen. 60 Gold kostet das. Wo kann ich denn jetzt von meinem Zeug was verkaufen, wenn ich auf Gier drücke, ne? Was? Nein. Nee? Nee, sondern Händlermenü. Ja, da bin ich ja gerade. So. So, jetzt habe ich noch... Daniel, ich habe meine Waffe verkauft, wir haben genug Geld für ein Auto mit Schlüssel, aber ich habe keine Waffe mehr. Muss ich erstmal... Ach, hier ist Händlermenü, ist extra. Halt, stopp! Ein-Mann-Heli. Soll ich mir jetzt ein Auto kaufen? Ja. Ich kaufe uns ein Auto. Ja, ich würde auch nur Silber kriegen. Okay, was für ein Auto möchtest du? 2 Silber. Bis zu 2 Gold dürfen wir gehen, Daniel. Ja, nimm doch irgendeins. Hauptsache, wir können das mal fahren. Und dann fahren wir mal irgendwo in eine Stadt, wo eine Apotheke ist. Eine Apotheke? So. Notfallapotheke? Ja, wo ein Krankenhaus ist. Oder ein Tierarzt oder so, ne? Willst du meine Waffe haben? Nee. So, ich hab doch eine Pistole, halt ohne Munition. Achso, ja, Pistole. Ja, nicht anlaufen, da spawnt gleich das Auto. Pistole hab halt ich nicht. Hallo? Was ist hier noch was? Der Ruby? Nein, geh weg! Da hinten irgendwo. So, hier ist es. Ach, ein Skoda? Darf ich einsteigen? Ach, das ist mit einem Mann-Heli da oben. Ja, ja. Runterschießen. Oh, das ist aber eine Rostlaube. Aber schönes Armeegrün. Soll ich die Sprungschanze nehmen? Bist du verrückt? Probieren geht über studieren, oder? Ja, das Auto gleich in den Arsch wieder wahrscheinlich. Oh, das schnellste ist es ja nicht. Alter, der hat hier einen verkauft mit einem kaputten Motor. Der stockt. Ja, das ist wegen der Safe-Sync, glaube ich. So. Oh, das ist doch lebensmüde hier. Hui! Der Motor ist nicht kaputt. Sackgasse.
Warte, ich muss gucken, wo wir hinfahren. Ja, mit dem Teil darfst du auf jeden Fall nie auf dem Rasen fahren, weil dann fährt er gar nicht mehr. Das war beim Skoda so. Lügt doch nicht. Na, der fährt da schon, aber 10 km/h oder so. War schon mal die schönen Tarnfarben. Oh, willst du lieber fahren? Warum? Wieso? Jetzt haben wir gesagt Stadt, ne? Ja. Das Ding geht ab wie ein Bäckler Pommes. Boah, schaust du nebenbei auf die Karte und sagst mir, wo abbiegen und so? Immer geradeaus. Hast du Karte? Ah, nee, offen? Moment, war da gerade die Tankstelle? Sind wir nicht von hier sind wir doch vorhin gekommen? Nee. Oder? Nee, ist eine andere Tankstelle. Also da sind wir gerade. Aber wir müssen nach Koroska Bela. Einfach der Straße folgen. Ja, hier ist auch alle 2 Meter eine Tankstelle, ne? Da oben. Ja. War übrigens aus der Innenperspektive, ne? Wir kommen direkt auf eine Stadt zu, glaube ich. Alter. Was ist los? Nicht. Oh, schau mal, hier wollen wir bauen. Da ist auch Mauern, so passt doch. Oh ja. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall nicht. Wir können natürlich auch, mir egal, wir können ja natürlich auch im Wald wieder selber, ohne irgendwie, dass da schon was stand. Ja, klar, geht. Ja, oder hier wieder so eine Scheune hier. Aber meistens hast du hier schon mal irgendwo ein Haus ganz alleine stehen sehen? Nee, ne? Weißt du, meinst du? Nee, nur ein Haus ganz alleine, was man da einbauen könnte. Ach so. Oh, der ist aber auch zerschossen. Ich hätte Reifen bei. Das Traurige ist, wir müssen so Geld machen, ne? Ja. Hier ist doch so ein Haus. Steht da nicht alleine. Steht da noch eins. Achso, du meinst so komplett ganz ja, alleine? Ja, so quasi, wo weit und breit eben keine weiteren Häuser stehen. So, wir sind noch nicht in der Stadt, aber gleich. Ich merk's, weil es anfängt zu ruckeln. Okay, wir sind da. Hier ist Krankenhaus. Ich hab's gesehen. Wir müssen nur vorsichtig sein. Soll ich das Auto hier einfach stehen lassen? Ja. Dann gehen wir zu Fuß durch die Stadt. Ja. So. Dann deck dich mal ein. Ja, wenn es hier was gibt, heißt das. Ja, es kann sein, dass wir hier einfach nur ein bisschen bleiben müssen im Loot. Ja. Bis das spawnt. Ja, hier ist nichts. Außer Zombies, die hört man schon wieder. Ja, und ich kann mich nicht mal wehren. Ich kann mich nicht wehren. Ich geh mal muss die Axt in die Hand nehmen. Na, was wünschen Sie bitte, Sir? Oh, hau ab. Ah, nein, nicht. Ich blute. Nein, Daniel, melde. Der stirbt nicht, obwohl ich auf den schieße, der Arsch. Muss ins Gesicht schießen. Jetzt fällt er um. Hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Daniel, wir kommen hier nie wieder raus. Wenn er mich anmachen will. Aber ich blute, ich verreck jetzt hier. Wetten? Wieso? Ich kann dich doch verbinden. Ja, dann gib doch mal her, dann. Komm her hier. Ja, wo bist du? Hier hinten. Kommen wir hier hoch schnell. Und was wollen wir da oben? Das dauert ja eine Weile, die hochkommen. Ja, dann kommen wir nicht mehr zurück. Doch, wir haben ja hier, ist ja ein Kreisverkehr. Okay, dann. Also hier. Mal. Alter, wenn ich die schon höre. Hier geht's aber auch nicht gut, ne? Eigentlich sind wir das Krankenhaus. Stopp, ich hab Schüsse gehört.
Echt? Das ist Ja, aber und da nicht. ist er recht eigentlich zum Krankenhaus gegangen, um uns zu heilen, Ah ja. ja, und nicht um noch mehr Schaden Ja, zu super, nehmen. wie kommen wir jetzt wieder runter? Ja, wir müssen sie erstmal hier hochlocken, weil hier ist ja ein Kreis. Ich will die nicht hochlocken. Nimm Ah, Fahrstuhl hast du hier. es gehört? Hast du es gehört? Nee. Muss mal hinhören. Auch ein Heli. Ja, den höre ich auch. Haben sie schon wieder gehauen? Ja, nein, ich fotze die gerade her. Okay. Daniel, Ja? komm. Kann man runterkommen, ja? Ja. Oh ja, ich sehe schon. So, wir lassen Auto stehen. Ja, Das da Problem ist, müssen wir halt erstmal rumrennen, bis hier was spawnt. und ich eine Waffe bekomme, oder? Wo bist du? Ich bin raus hier. Ja, ich sehe schon. Hier ist noch ein Spieler irgendwo, ne? Also Aber in die aufpassen. Hochhäuser will ich jetzt nicht. Ne, ich auch nicht. Hast du mir zugehört? Hier ist irgendwo ein Spieler. Ja. Und ich habe keine Waffe. Hilfe, Daniel! Karte. Daniel? Ja? Komm hier Bist hoch. du? Wo bist du? Na hier neben dem Haus, da was so unten so verbrannt ist, da kannst du hochgehen. Ne, ich will da nicht hoch. Warum nicht? Vagina. Oh, Verbände. Ja. Das ist gut. Oh, der landet. Ich bin auf den Dachboden gegangen. Was bist du? Auf dem Dachboden. Welche brauchst du? Du brauchst die 15 Schuss 19, 1800 irgendwas, ne? Ich brauche M1014 habe ich. Ja. Das sind die 8 Schuss. Ich komme hier nicht raus. Oh. Ich bin verdammt. Komm, Zombie, komm, Zombie, komm. Halt die Fresse. Schnell, 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 schnell durch. Nein! Wo bist du? Ich laufe auf der Straße. Hier warst du sicherlich schon in den ganzen Häusern, wa? Nicht in allen. Hier liegen Baumaterialien. Ja, und hier liegt ein. Hier steht ein Jeep. Ein verdammter Jeep, Daniel. Alter! Ich habe ein Problem. Was denn? Hier sind so viele Zombies. Revolver. Nimm mich mal mit, weil ich ja gar keine Pistole habe. Ich habe nicht mal Waffe für eine Pistole. Munition für eine Pistole. Alter, der Zombie hat mich verprügelt. Hier liegt schon Nein! wieder dieses, wie heißt es nochmal? Die Platten Was? hier. Ich habe Plywood. Schon der Oh. zweite Stapel. Ja, und ich blute schon wieder. Und ich muss einen Schnitt machen. Ah, Leute. ja, dann mach doch. Ich nehme dich Ja, wieder auf. okay, servus.